Ja, Horche mal, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1. Nehmen wir auf Englisch. Was piepst hier? Logbuch der Kommunikationszentrale First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Nein. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße. Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Okay. Bailey? Da freue ich mich ja jetzt schon auf den Rückweg. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Die müssen symmetrisch ausgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Speichern. Hallo? War nicht das? Warum kann ich nur... Hä? Ja, wo sind denn hier die Speichermöglichkeiten? Kann ich jetzt speichern an dem Ding? Luftkanister Mittel. Okay. Stasepack. Okay. Dann gehen wir es mal an, das gute Stückle. Masks on. Oh. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh 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 oh. Don't want to. Oh Gott, da, mir wird schon jetzt schlecht. Was muss man machen? Ah, hier. Ach so, und da kann ich jetzt ein neues quasi reintun.
Versteh's nicht ganz. Das ist ja ein ganzes, ein funktionierendes. Verstehe ich nicht. Ja, kann ich jetzt... Aha, okay. Kann ja mal... Nee, nee, funktioniert nicht. Wo haben wir noch ein funktionierendes da? Könnten wir aber erst noch mal vorne eins rausrupfen. Und dann holen wir das. Mission erfüllt? Ah ne, eins fehlt noch. Okay, wo haben wir noch ein ganzes? Da. Das war's. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Ja? Wie gut ich das gemacht habe. Ende der Schwerelosigkeit. Ich hab ein bisschen Stolz auch auf mich. Ja, ein bisschen. Ein bisschen Stolz. Muss ich jetzt mit dieser blöden Bahn wieder fahren? Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler. Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße. Hallo, da bin ich Techniker. An der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Okay, klar, weil ich bin ja der Dödel und mit mir kann man es ja machen.
Okay. War jetzt gar nicht so wild. Ich habe jetzt wahrscheinlich auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad wilder. War jetzt irgendwie lustig. Weiß auch nicht warum. So, wir haben ja wieder eine Kapsel, glaube ich, angesammelt. Dann können wir die auch mal benutzen. Ah, zwei sogar. Okay. Kurz schnell speichern. Einfach nur, weil ich das gemacht habe, damit es nicht verloren geht. Man weiß ja nie, dann laufe ich wieder mal über irgendeine Plattform drüber und puff. Oder bei von so einem Rad erwischt. Oder AA-Kanone. Gehen wir mal zur AA-Kanone. Will ich das? Speichern, ja. Nochmal. Mein Gott, wie oft speichere ich denn? Ich weiß, aber hey, ist jetzt mal positiv. Wenn ich sterbe, lande ich normalerweise immer an irgendeinem Speicherpunkt, an automatischen. Eigentlich habt ihr recht. Nee. Okay. Manuelle Überbrückung initiiert. Werden geöffnet. USM Wähler, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm, öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USM Wähler, so spät. Kendra Daniels von der USG Ishimura, bitte kommen.
Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel! Antworten Sie doch verdammt nochmal! Warum mussten Sie auch die Kapsel öffnen? Verdammt! So, ich hätte da... gehen sollen. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Wähler finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. War klar. Natürlich, warum nicht einfach jetzt hier sagen, okay, Spiel ist vorbei, wir steigen in den Shuttle oder wir werden gerettet oder sonst was. Oder nein. Einfach, das wird so einfach. Einfach. Viel zu einfach. Zu einfach. Too easy. Was ist das da eigentlich hier? Das war Guckloch. Wenn ich schon mal durchguck. Immer wieder was Neues offen. Aber eins ist noch verschlossen. Heißt das, ich muss hier nochmal durch? Sieht schon widerlich aus, muss ich mal, wenn man sagen, dieser Typ. War schon wieder ein Speicherpunkt? Nee, nee. Gibberish. Achso. Ja, dann Ebene 2, was anderes kann ich eh nicht. Der Sturm ist jetzt auch vorbei hier. Okay. Einer reicht mir. Einer würde reichen. Ich nehme mir ein Souvenir mit. Okay. Hat tatsächlich gereicht. Wer hätte das gedacht?
Was ist neu? Warte mal. Irgendein Kanister. Ach, Luftkanister. Okay. Das ist mein Inventar. Gut. Nee, das behalten wir. Okay. Munition, denke ich, reicht jetzt erstmal. So. Oh no. Oh no. Das sind da doch bestimmt tausende von diesen kleinen, oder? Ach, das war so ein Flugviech. Okay. Das war so ein dicker. Nee, ist doch so ein dicker. Wo sind deine Babys? Muss ich? Ja. Müssen ist auch schon der richtige Ausdruck hier. Also mal irgendwann hier einer ist. Da warte ich ja auch schon drauf. Suchen und retten. Okay. Dann speichern wir mal. Wenigstens geht das hier. Jetzt sind wir hier hinten. Alles klar. Isaac? Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde da. Okay, Singularitätskern. Verschwinden. Bewaffnet bis an die Zähne. Super. Jetzt haben wir noch ein Update. Gut. Ist sie nachgeladen? Ja. Ist der nachgeladen? Ja. Ist der nachgeladen? Ja, stimmt. Hab ich den nicht benutzt. Können die eigentlich aber der verkaufen. War eigentlich scheiße. Braucht viel zu lang zum Schießen. Dann lieber der Flammenwerfer. Okay. Kommt wieder so eine tolle Phase. Ah ja. Was ist denn das da für. Was sind das für grüne Böbbelchen? Eintritt Schwerelosigkeit. Grüne Böbbelchen. Eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Gibt's denn hier? Wenn ich das einfach kaputt schieße. Das ist so eine gute Idee. Eintritt Vakuum.
Hä? Ja, und nu? Ach. Ach, ich kann da schießen mit dem Zeug. Radioaktives Material entfernt. Oh. Das wusste ich nicht. Vereinfacht natürlich einiges. Radioaktives Material entfernt. So. Okay. Radioaktives Material entfernt. Warum pumpe ich an? Ah. Ah. So. Okay. Nee. Radioaktives Material entfernt. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. Okay. Wenn ich schon mal da bin. Okay, Sicherheitssperre geöffnet, heißt, ich kann da hin, oder was? Oder muss ich erst wieder die Luke da schließen? Aber wie? Musst du bestimmt dahin. Achso, kann ich einmal. Nein. Gut, das hätte man ahnen können. The stars are ours. Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Na dann. Wette, was ich brauche, diesen Elektroblock. Speichern. Speichern. Okay, und an der Stelle muss ich mal sagen, ich muss jetzt mal was essen. Und deshalb bis demnächst. Tschüss.